zweiten Spiel heute Navi gegen N-Faculty auf Inferno. Die beiden Maps Inferno und das 2 begleiten uns ja jetzt noch ein bisschen länger, ehe die ersten beiden Spieltage abgeschlossen sind in der 15. ESEA-Saison in der Invite Division. Ganze 9 Teams befinden sich darin. Gestern ging es los mit den ersten Matches. Heute startet auch Navi und Faculty ins Geschehen. Ja, Faculty mussten leider den Abgang von Pitt verkraften. Da wird ja gemunkelt, dass er zur SK geht. Genaueres weiß man da noch nicht. Für ihn ist jetzt erstmal Glaive ins Lineup gerückt. Den kennt man noch aus Western Wolves Zeiten. War da Ansager, eigentlich auch ein sehr guter Spieler. Mal sehen, was er hier unter der Flagge von Faculty machen kann. Wir sind live in der Pistol. Faculty mit einem relativ zügigen Mitteaufbau. Da gab es einen Smoke, da gab es eine Flash von hinten. Jetzt geht's Hass durch. Senja da schon extrem viel. Ne, Starix extrem viel Damage gefangen. Dabei hat Kibaken da gut das Haus geblockt. Alle Terrors auf Spot. Ganz wichtiger Frag von Spitfire, der hier zuvor noch Ping-Probleme hatte. Deswegen hat es ja auch so lange gedauert. Man musste da noch Server wechseln. Der Retake wird schwer. Aber zwei da hinten im Spot, weiß nicht, ob das so toll ist. Zumal ja, der ein oder andere zeigt sich einfach gar nicht. Somit hätte Zeus da noch keine Ahnung, wo der zweite ist. Schön. Und ein bisschen unkonventionell der Hall auf Spot und dann hinten zu zweitem Eck gecampt. Aber hat sich ausgezahlt. Faculty gewinnt die Terrorpistol. Aber bin mal gespannt. Beide Teams, auch hier wieder beide Teams, sind am Wochenende in Köln auf den MS1 Finals. Beide Teams aber auch hier in anderen, in unterschiedlichen Gruppen. Navi in Gruppe B zusammen mit NiP, Maus und Universal Soldiers. Und Faculty mit Fnatic. Siehst. Faculty mit Fnatic, Very Games und Copenhagen Wolves in Gruppe A. Ein sehr, sehr cooles Event. Hoffe, ich schalte da alle ein. Auch die Produktion von ESL TV ist da zu den EMS1 Finals immer sehr gut. Kann man sich auf jeden Fall gut anschauen. Da gibt es einige schöne, nette Features. Samstag geht's da los, aber sind ja noch ein paar Tage hin. Ein paar Tage, an denen noch einige Matches gespielt werden. Und die Anti-Eco dauert hier noch sehr, sehr lange. Interessante Aufstellung da. Letztendlich den Spot aber eingenommen, dabei zwei Waffen verloren. Jürgen weiß, wo der letzte ist. Boah. Ja, mit USP, mit P250 geben sie schon ganz gut hier. Beiden Neuzugänge, Siehst und Kibaken. Ja, sollte hier noch einen machen, könnte man sich fast überlegen zu kaufen. Ja gut, sie haben eine Galilen AK. Ich denke, Navi macht jetzt hier einfach noch eine Eco. Ganz Standard. Kein unnötiges Risiko hier. Setzen nochmal teilweise auf P250. Auch irgendwie interessant. Jetzt das Lineup von Faculty. Im Prinzip hat man hier zwei richtige Ansager drin mit Pronax und Glaive. Pronax wird das, denke ich mal, weiterhin übernehmen. Kerrigan hat es eine Zeit lang bei Fnatic gemacht,
Also im Prinzip hatten wir drei Ansager in einem Team. Ich weiß nicht, ob sich das so auszahlt. Und die sind auf jeden Fall sehr kreativ da am B-Spot. Zeus und siehst. Wieder einen Frag bekommen. Auch im Kinderzimmer hat man eine schöne Falle aufgestellt. Der eine würde da ein bisschen ablenken für seinen Mate. Senja hat aber Mitte die Steps gehört. Bombe ist Banane, soll wohl wieder B-Split werden. Ne, fängt nur ein bisschen Mitte an. Und Senja. Oh, schade. Aber sie sind schon zu dritt drüben. Gute Infos durchgegeben da von Senja. Und da bestraft sich jetzt ein bisschen das Faktor, die sich so lange Zeit lässt in der Anti-Eco. Haben sich aber doch noch umentschieden. 20 Sekunden, die Zeit läuft ihnen davon. Müssen Gas geben. Einer verbleibt noch an der Banane. Weiß nicht, ob das so klug war auch. Dann lieber mit dem Mates mit. Nicht da den Gegnern unnötig eine Waffe geben. Jetzt wird es ein 2-on-2. Waffe bei Starix. Wir haben eine gute Entscheidung hier zum Has zu legen. Gute Gegenfläche von ADL. Das können sie eigentlich ganz gut runterspielen. Spitfire hat noch eine Nade. CTs müssten keine Weste haben. Haben sie auch nicht. Jetzt erst den Spot gecheckt. Auch kein Kit. Jede Sekunde, die Faculty hier rausholt, ist kostbar und erhöht hier ihre Chancen, die Runde zu gewinnen. Und jetzt ist es eigentlich schon gegessen. Zeus geht die AK sparen. Und das ist doch eine ganz nette Ausbeute. Drei Waffen, eine davon kann man safen. Besser geht's fast gar nicht. Erste Equip. Starix mit AWP. Und trifft auch direkt. Diese Lex geht mir schon wieder auf den Sack hier. Banane gegen Molly. Molly ans Auto. Navi erhält den Druck aufrecht. Sehr gut. Aber Faculty hat schon viel Raum eingenommen am Has. Schade, dass Starix dann nicht stirbt. Hat aber jetzt zwei Mates als Support. Vielleicht die Mitte einnehmen. Die Backen einmal Rippengeflecht. Action. Sehr gut. Zeus da einen gemacht. Und dann noch Support. Nee. Aber da hat keiner rumgezogen. Ein bisschen unkoordiniert alles. Jeder stirbt irgendwo einzeln. Da gab es auch keinen Reflex so richtig an Zeus. Die Backen holt sich da, snackt sich die beiden anderen. Ja, es hat die Schwierigkeit als uneingespieltes Team und dann auch wenig besprochen hat, wenn das alles neu ist für Glaive. Die ganzen Taktiken, die Faculty vielleicht schon hatte mit Pit. Auch kein schöner Move von ihm gewesen, muss man sagen. Ich glaube, er wurde nicht gekickt, also er ist einfach so gegangen. Was natürlich den Gerüchten noch mehr Auftrieb gibt, dass er da zu SK geht. Ich denke, grundlos wird er das Team nicht verlassen haben. Warum das eigentlich so bitter ist, weil, ja, vor den EMS-Finals eine Woche davor oder so war es, also nicht mal, sondern mal knapp eine Woche davor, sein Team zu verlassen, dass ich gerade für die Finals qualifizieren konnte, schon im Training dafür war. Naja. Muss nicht sein, sowas. Aber gut, damit muss Faculty jetzt leben. Haben mit Glaive auf jeden Fall einen guten Spieler verpflichtet. Mal schauen. Ob sie wieder hier zu alter Stärke finden können. Weiterhin sehr aggressiv. Zeus kriegt aber nichts kaputt. Jetzt letztendlich erstmal was gefallen. Banane natürlich auch offensiv gekommen. 3-3. Der Ausgleich.
So, wieder Waffen bei Faculty. Kerrigan mit AWP. Was gibt es direkte Duell? Eine Smoke. Richtig gute Nades da in die Mitte. Kerrigan holt Starix durch die Smoke. Gutes Opening. Banane wird diesmal ein bisschen defensiver gehalten von Navi. Aber die Baken extrem viel Kontrolle. Da ist nur einer unten Haus. Und deswegen steht Navi auch zu dritt am B. Da gibt es voreinstudierte Smokes gleich von Spitfire. Vielleicht in den Hof. Sie ist da richtig blind. Der Terror aber scheinbar auch. Oh, nö. Gar nicht. Und das ist jetzt so ein Fake. Kibaken habe ich jetzt nicht mehr erwischt. Macht noch einen. Immerhin das 3 gegen 3. Navi so gut wie kein Equipment mehr. Hingegen bei Faculty ganz gut noch was dabei. Die Smoke wichtig zum Has. Und stehen da jetzt eigentlich ganz gut. Zwei im Sand. Oh, aber die Nade. Hervorragend. Oh, ein smarter Move von Glaive. Geht der jetzt Hess-offensiv? Oh, schade. Ich habe zuerst gedacht, dass da, Ruine, Friedhof reingeht. Das hat er für zwei Sets zu tun. Keine Chance. Wäre fast besser gewesen, wenn er in den Friedhof reingegangen wäre. Dann hätte er zu allen Seiten irgendwie kämpfen können. Mit so leichter Deckung. Wobei es eigentlich gut gedacht war, aber dann muss er, glaube ich, dann auch konsequenter gegen Hers rumziehen. Und sie hatten die Unterzahl, sie brauchten gerade einen Frag. Wenn er da Hers geklärt hätte, hätten sie sich beide auf eine Seite konzentrieren können. Schade, dass es nicht konsequent durchgezogen hat. 4 zu 3, 4 Runden in Folge gerade für Navi. Die ja meiner Ansicht nach auch Favorit sind in dem Match. Na, wie diesmal defensiv. Ich wechsle die nimmt jetzt Haus ein. Hat man bei Astana aber gestern auch ein bisschen anders gesehen. Mit der Flash ins Kinderzimmer. Wirkt jetzt nicht so abgesprochen alles. Kerrigan wichtig. Oder Starix. Das veranlasst jetzt auch Senja zu schieben. Aber wieder lässt sich Faculty enorm viel Zeit. 30, 35 Sekunden. So langsam muss ja mal die Entscheidung kommen. Die Ansage ist getätigt worden. Sie gehen B und Glaive hat sich da durchgesneakt. Senja scheint es nicht zu wissen. Hampelt da, oh, hört ihn jetzt, weil Glaive laut ist. Dabei gibt es den B-Go. Senja, ne, siehst, aus dem Y gemacht. Beiden B von CDBs schieben schon zwei. Jetzt fällt Spot, aber das ist viel zu spät. Wir haben ihn sie auseinandergenommen. 5 zu 3. Sehr, sehr schön geschoben. Schade, dass Glaive da Gas gibt. Senja hatte nämlich keine Ahnung, dass da einer ist. Wenn er da weiter durchschleicht über den Hundegang, hätten sie die Runde gut holen können. Aber was auffällt, sie treffen, lassen sich sehr, sehr viel Zeit, treffen späte Entscheidungen, dann sind sie gezwungen, dann irgendwann halt loszulaufen und Steps zu machen. Da sollten sie eher mal was anspielen. Auch richtig gute Flashes gegen Starix. Also auf den haben sie sich schon ganz gut eingestellt. Sollten da weiterhin Druck auf ihn ausüben, auf Hess. Oh, Action ist auch durchgekommen. Kibaken hat nämlich die Rolle jetzt hier im großen Sand. Hat jetzt aber auch schon Support vom Hess. Oh, jetzt neben dir einer. Hallo? Jetzt erst die Ansage bekommen. Boah, das wird nochmal richtig eng. Siehst du, im 1-2, und das war eine Eco, keiner mit Weste. Damit haben sie auch keins mehr. Boah, sie holen hier die Eco. Mann, Mann, Mann.
in den Waffenrunden solche Probleme und dann einfach mit so einem, mit dem zugegebenermaßen schönen Move da mit guten Flashes die Mitte hoch gegen Starix. Der hat sich nochmal eine AWP geleistet. Kerrigan trägt die AWP, die zuvor Starix hatte. Navi war B offensiv zu dritt. Haus hat Navi wieder ganz gute Kontrolle. Faculty. Ja, also bevor er nicht ne, bis auf die Minute, bis unter der Minute die Zeit gelaufen ist. Er trifft hier Navi. Faculty keine Entscheidung. Oh, ist das bitter. Das hasse ich an den Mollys. Er wirft die... Wollte eigentlich schön drüber werfen, da unten links hin. Aber in der Luft berührt sie Rauch und wird dann halt gelöscht, was ich nicht verstehe. Da sie ja noch in der Luft ist. Da sollte man sie irgendwie durch Smokes durchwerfen können. Siehst, bekommt jetzt Ton. Hat lange gewartet mit rumziehen. Kann aber nur einen machen. Nee, war noch zwei. Mindestens mal ein Plant. Onyx muss auf Frack gehen, das weiß auch Navi. So, ist ganz gut auf. Na, nicht perfekt aufgepasst. Das kann Onyx jetzt sogar noch holen. Er hat 4 AP. Bombe liegt sehr gut für ihn. Man weiß, dass eine links ist, weil es das eine am Spot ist. Die Smoke ist natürlich jetzt. War das der Smoke? Boah, das war keine. Hervorragend. Und Senja ist gezwungen, da auf Frack zu gehen. Onyx, warum gehst du nicht eher weg? Aber die Bombe tickt extrem schnell. Das kann nicht reichen. Sehr, sehr schöne Runde gespielt von Onyx. 5 Ausgleich. Aber ich finde, ja, die Runde war auf jeden Fall gut verschenkt von Navi. Ja, und die zwei Runden, die Faculty jetzt nach der Pistol geholt hat, waren irgendwie nicht dadurch geholt, dass man irgendwas schön runtergespielt hat oder so. War einfach nur Einzelskill. Vorhin die Eco. Bisher. Navi für mich noch das bessere Team. Aber vielleicht wachen sie jetzt mit dem 1-on-3 auf. Die Ukrainer stehen wieder defensiv Standard. Wenn sich Zeus da ein bisschen aggressiv im Hausmeister unten. Gewohntes Bild. 50 Sekunden nur noch. Noch nichts wirklich passiert. Wieder soll es Richtung B gehen. Finde ich auch so ein ganz typisches Bild irgendwie bei noch nicht eingespielten Teams, dass sie dann irgendwie immer late B gehen. So, 30 Sekunden. Die haben nicht mehr wirklich viel Zeit, um auf einen anderen Spot zu gehen. Können sie auch nicht mehr. Aber immerhin hat sich da einer durchgesneakt. Mal sehen, ob sie hier den Spot schon vorher clearen können. Sieht nicht gut aus. Schön von Senja. Und der T kommt jetzt da von hinten, aber der ist noch weggesmoked. Kann da nicht viel machen. ADL war das. 5 Sekunden nur noch. Oh Mann. Oh Mann. Wir müssen doch da mal langsam schneller irgendwas entscheiden oder was anspielen. Und das ist dann natürlich auch ein leichtes für Navi, das Spiel zu lesen. Wenn da so lange nichts passiert, da kommt Faculty zu 90%. Immer B. Man muss Faculty jetzt mal umbauen, um hier wirklich noch ein, zwei Runden zu holen, sonst wird das ein 10-5.
Sie haben ja die Chance, noch hier wieder ranzukommen. Brauchen jetzt halt nur wieder eine Runde, dann ist Navi eigentlich schon so gut wie wieder in der Eco. Selbst in der Eco machen sie irgendwie. Warten sie bis unter einer Minute. Ah, setzen jetzt den B-Split an. Boah, Senja. Instant den Shot bekommen. Schöne Flash da von den Cities. Da hat sich einer durchgesneakt. Sollte sie der zweite Eco-Win werden? Wir werden mit der stipitzen Arbe. Hey. Eine zweite Eco für Faculty. Navi wehrt die dann doch noch ab. Wow, schon wieder hat sich Hess als Schwachstelle offenbart. Zum zweiten Mal. Das muss man doch jetzt mal ausnutzen. Dann baut man wieder Banane auf und hält hier an seinem Standardaufbau fest, kassiert da den First Track. Und so ist auch nichts mit der Smoke anzufangen. Navi ist da noch zu zweit. Jetzt kommt trotzdem mal eine schnelle Entscheidung und die müsste Senja auf falsche Fuß erwischen. Sehr, sehr gut. Wichtiger Fact von Pronax. Senja da zu spät gegen Flecht. Also endlich spielt man hier mal, trifft man mal eine zügige Entscheidung. Das ist genau das, was man spielen müsste. Und dann kann man eine Runde vielleicht auch mal einigermaßen deutlich holen, auch wenn der Kerrigan noch low ist. Schon gezogen von ADL. Sie ist noch gegen 2. Ah, jede Waffe, die er noch holen würde, wäre wichtig. Belässt's aber dabei. Damit 7-6. Navi kauft, was geht. Da sieht man, wie eng das Spiel eigentlich ist. Nicht nur vom Score. Spiegelt sich natürlich auch im Geld wieder. Beide Teams keinerlei Reserven. Das war ein minimal anderer Aufbau. Zu zweit falsche Mitte. Man nimmt Haus mal wieder ein. Boah, schade, ADL. Aber wieder kein Refrag. Okay, jetzt Spitfire, schön. Ja, jetzt kann Kipaken umziehen. Sehr, sehr schönes Teamplay. Ah, kann man aber auch nie. Ah. Einfaches Spiel für Navi. Spitfire ist Posi, ist bekannt. Aber hier guckt mal, 35 Sekunden. Und ja, er war schon auf Spot. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Navi gewinnt jetzt zumindest schon mal die Halbzeit. So viel ist sicher. Eine Runde steht trotzdem noch aus. Und Faculty hat überhaupt kein Geld. Zwei Leute mit einer Waffe. Nur Spitfire mit einer AK. Das ist P250. Decoy bei Kerrigan. Ah, gucken. So eine AK kann viel anrichten. Starix aber schon mit der erfolgreich gewesen. Oh, wieder so ein schneller Move mit hoch. Diesmal macht Starix aber einen zweiten. Oh,
passiert da weiter hin mit Low HP? Jetzt stirbt Zeus auch. Ach, das ist immer so ein Reingedaddel, habe ich das Gefühl, bei Navi. So unkoordiniert alles. Jetzt haben sie sich wieder die Ave geschnappt und die ist gefährlich. Alter. Schön durch die neben die Smoke gezielt von Pronax. Senja hat da nicht aufgepasst. Gebackene Schilder im Spot. Das da kann jetzt, wenn die CTs, TS nicht gut aufpassen, mehr als einen machen. Also Lego holen. Er hätte vielleicht noch einen ganz kleinen Ticken länger warten sollen. Um irgendwie noch mehr Infos zu bekommen. Oh, sie ist Flechter Hess. Na, dann haben wir das ja alle hingucken. Boah, direkt den ersten Headshot gesetzt. Und Spitfire Implant abgebrochen. Das gibt jetzt, sie ist sehr, sehr viel Zeit. Schöner Molly. Oh, was ist denn da mit Spitfire los? Hab jetzt leider nicht auf seine Sicht gewechselt. Warum rechnet er nicht, denn nicht damit? Er muss doch, während er gelegt hat, wissen, dass er da durch sein konnte. Komisch gespielt, komisch aufgepasst. Navi 9 zu 6. Richtig, hat mich Faculty jetzt noch nicht überzeugt. Vielleicht tun sie das als CT. Navi aber auch Schwächen offenbart. Noch ist das Match offen. Beide Teams können hier gewinnen. Ich meine, Navi muss jetzt selbst erstmal als T zeigen, was sie können. Und vielleicht mal ein paar APS-Ergebnisse aus dem Viertelfinale. Alternate schlägt Team KR mit 16 zu 3. Und Wildfire schlägt Death Energy mit 16 zu 12. Live sind gerade noch Enro gegen Logix. Da steht es 14 zu 13 für Logix. Und Maus gegen Pot noch live. Da führt Mauswurz mit 14 zu 9 auf die Cache. Also die beiden Viertelfinalpartien da auch bald vorbei. Oh, keine Ahnung, worauf wir jetzt hier warten. Muss wahrscheinlich nochmal einer auf Klo oder sowas. Ah, jetzt geht's auch los. Sie ist zwar scheinbar der Letzte, der gefehlt hat. Naja, mal gucken. Was mir auch aufgefallen ist, die Overview von den SE-Maps waren immer ein bisschen anders. Ein bisschen heller irgendwie. Ich muss sagen, ich finde das hier ein bisschen zu dunkel. Mitte unten. Boah, ist schön Damage schon gegeben an Starix. Da liegen überall Decoys. B ist man, also auch eine ganz komische Pistole von Faculty. Wie man hier eigentlich wie in der Waffenrunde Standard irgendwie steht. Okay, hier gibt es ein kleines Special im Baum. Wird man leider nicht in Aktion sehen. Da habe ich schon gleich Mitte Rippen oben. Stark von Glaive. Das weiß Navi nicht so recht, was sie spielen sollen. Haben da dicken Respekt vor Glaive und der Smoke. 40 Sekunden, es soll begehen. Und Senna schiebt auch hin. Jetzt sehen wir das doch noch in Aktion.
Mal gucken. Spitfire spottet halt und Pronax wird dann die Nate loslassen. Mal gucken, wie viel Damage sie macht. Boah, super Damage macht sie. Und mit dem Schalldämpfer natürlich auch perfekt. Zeus hat überhaupt keine Ahnung, von wo er angeschossen wurde. Da sind Spot drauf, haben komischerweise noch legen können. Das ist schon mal ein kleiner Erfolg. Gestern habe ich so eine Runde schon als gegessen angesehen. Da hat Copenhagen Wolves dann aber noch das Turn vorgeholt. Mal sehen, ob das Navi schafft. Sieht nicht so aus. Schöne Smoke zum Diffusen. Oh, jetzt wird er nicht. Die Wagner auch geholt. Letzte fällt auch. Pistol somit an End Faculty. Die zweite Pistol. Vorhin T-Pistol auch schon geholt. Trotzdem Navi noch in Führung. P90 sieht man auch nicht mehr so häufig. Dann doch meistens MP7. Wieder die Runde. Kerrigan muss daher gegen Hess agieren. Gegen Spot. Schön da zurückgezogen. Nicht da irgendwie dumm gestorben. Keine Waffe verloren. Aber Navi in der ersten Runde legen könnt. Damit jetzt Geld für eine Equipped Round. Drei falsche. Ähnelt ein bisschen hier dem Astana-Aufbau. Beziehungsweise Very Games ziehen auch immer von falscher Mitte direkt rum. Oh, Faculty. Banane gepusht, zwei Flags bekommen. Einen nur gefangen. Delph wird abgestellt. Überlebt das Ganze aber. Dieses Geplänkel da durch die Smoke. Oh, Faculty hier überhaupt keine Kontrolle. Wenn sie jetzt über Hess wirklich durchgehen, Senja macht das ganz gut. Hat auch Kibaken im Gepäck. Bombe kann sich Starix schnappen. Das wird ein B-Split. Dann fängt er da überhaupt keine. Nimmt er überhaupt keine Notiz davon. Gut, Glaive spottet gegen Base. Sie wissen immer, dass sie HS offen gelassen haben. So, erst ist gespottet. Also mit dem Obstspieler rechnen sie vielleicht nicht unbedingt. Spitfire kann einen machen. Y ist bekannt. Schön von Glaive den ersten. Aber im zweiten ist er auch drauf. Sehr, sehr stark. Gefällt mir bisher. Ziemlich gut, der Neuzugang hier bei Infecti, Glaive. Solide Leistung. Navi muss in die Eco. Die brauchen immer wieder einen Plant. Ein paar Endergebnisse aus der EPS.